Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Genau, ich wollte mal ein bisschen Updates geben, was so in den letzten Tagen passiert ist. Und zwar, ich habe das Hotel gebucht. Das Hotel habe ich in Nördlingen gebucht, heißt das. Das ist ungefähr 10 Kilometer von Wagner entfernt. Dann habe ich Fragen zusammengesammelt und Fragen rausgesucht und die in einem Dokument so zusammengepackt. Und da werde ich, und das habe ich auch schon Wagner so geschickt, dass er ein bisschen sich das schon mal anschauen kann und dass er ungefähr weiß, in welche Richtung das Ganze geht, dass er nicht so ganz ins kalte Wasser geschmissen wird. Dann, das habe ich zusammengesucht. Ich habe nämlich in verschiedenen Foren, in WhatsApp-Gruppen und in Facebook-Gruppen und in anderen Foren und sonst wo auf YouTube-Channel, auf meinem YouTube-Channel auch nach Fragen gesucht oder auch aktiv Fragen bekommen von den Leuten. Und dann werde ich das habe ich weitergeleitet, die werde ich in dem Interview beantworten. Dann habe ich jetzt ein Treffen, das ist definitiv und konkret geworden. Wir haben jetzt das Autotreffen oder unser BMW-Treffen in Aalen an der Limes-Therme haben wir das organisiert. Oder habe ich das organisiert, da sind wir jetzt um 14.30 Uhr, denke ich mal, werden wir so um die 10 Leute sein. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf, dass ich ein paar Leute aus der Community kennenlernen werde und kennenlernen kann und einfach, was wir da machen, wissen wir nicht, vielleicht ein paar Fotos machen, ein bisschen schnacken, vielleicht fahren wir noch irgendwo hin, was essen, das wird auf jeden Fall für mich sehr wichtig sein, wenn ich dann auch rechtzeitig ankomme, was ich hoffe, und ich denke, auf den Sonntag wird ja nicht so viel Stau sein. Dann, ja, war ich heute unterwegs, ich war beim Friseur, aber eigentlich nur eher ein bisschen hier Konturen schneiden, Bart machen, habe ich ein bisschen drauf vorbereitet. Wer es ein bisschen bei Insta verfolgt hat, hat es gesehen, dann war ich heute noch bei meinem Bruder. Hey Leute, was geht ab? Ich hänge gerade ein bisschen in der Hafen City rum. Und war heute bei meinem Bruder, habe ein paar Sachen abgeholt noch. Er hat noch ein bisschen mehr Kamera-Equipment. Das habe ich mir abgeholt, haben uns mal wieder ein bisschen nice Zeit gemacht, waren ein bisschen brunchen. Ich habe sonst noch ein paar Erledigungen erledigt für den kleinen Trip. Und gleich geht's noch zum Friseur und noch ein bisschen ein paar Sachen einkaufen und dann geht's morgen früh los. Muss noch Sachen packen, ich habe dann noch die Speicherkarte und meinen Laptop aufgeräumt und so. Ist einiges Organisatorisches zu machen. Auch eine richtig krasse Kamera, also mein Bruder ist da ganz gut ausgestattet. Das Equipment, nur mal an die zahlenmäßig genannt, ist glaube ich ein 4.500 Euro Zubehör, also ist echt schon richtig guter Shit. Ist echt eine richtig gute Kamera mit guten Objektiven oder mit einem richtig guten Objektiv, also echt verdammt, verdammt hochwertig das Ganze. Dass ich dann versuche aus zwei Perspektiven zu filmen. Ich habe dann eben gerade noch mit Wagner telefoniert. Ich habe, als ich die Sachen in mein Auto eingeladen habe, haben die sich nochmal gemeldet. Dann haben wir nochmal kurz telefoniert, wieso so mit Alexander. Das ist einer, der für Wagner das Social Media und ein bisschen das Projekt auch mit an die Hand bekommen hat. Den werdet ihr wahrscheinlich auch durch die Videos noch kennenlernen. Mit dem haben wir eben nochmal telefoniert. Da ist jetzt der Plan ist so, dass ich am Montagmorgens um 8 Uhr in die Werkstatt fahre und dann machen wir bei meinem Auto Ölwechsel mit dem Mobil 10W40 New Life. Da habe ich ja noch ein bisschen Ölreserve. Da werde ich, das wird dann gewechselt und dann wird dann noch in Verbindung dazu das Wagner Keramik, Mikrokeramik eingefüllt. Und dann bin ich auf jeden Fall gespannt auf der Rückfahrt, wie sich das verhält, weil auf der Hinfahrt werde ich das auch mit OBD tracken, also mit dieser Dash Command App. Werde ich es parallel laufen lassen die ganze Fahrt über. Ich werde meine Bordcomputer zurücksetzen, um ungefähr einen Vergleich zu kriegen, wie es mit der Hin- und Rückfahrt fährt. Ich denke auch, den Fahrstil werde ich dementsprechend anpassen, da ich auch nicht ganz so viel Sprit verballern will und werde, mache ich glaube ich ganz normal Tempomat mit Abstandssensor, den ich hier habe, an und werde eine ganz entspannte Fahrt machen und haben. Wird vielleicht nochmal ganz interessant, wie der Vergleich Hinfahrt-Rückfahrt wird. Aktuell ist es so, mein Öl hat 10.000 Kilometer Laufleistung und es ist das Ceratec-Additiv drin. Es ist auch das Mobil 10W40 drin, das New Life, und das kommt wieder rein, neu, und dann dazu das Wagner-Additiv. Da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Das werde ich auf jeden Fall ein bisschen tracken. Ich hoffe, das wird alles klappen. Bin ich aber zuversichtlich, dass das alles so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Dann ist für Montag 8 Uhr geplant, dass wir in der Werkstatt uns treffen, dass es alles gemacht wird. Danach geht es dann in den Wagner Headquarter. Nein, also geht es dann direkt zu Wagner. Und dann werden wir, uns ein bisschen näher kennenlernen, Interviews machen, dann kriege ich eine Führung, dann wird noch ein bisschen gezeigt, was das Wagner Mikrokeramiköl so kann. Ich bin jetzt hier gerade bei der Waschanlage, will mein Auto nochmal waschen und
ja, dass mein Auto auch schick ist, geputzt von innen ist es. Eingeladen habe ich auch schon einige Sachen. Stative sind drin, meine Lichtboxen sind drin, ein bisschen Wasser für die Tour und ja, morgen kommt dann noch der Rest. Ich muss noch Koffer packen heute und dann die ganzen Kameras und so noch zusammenkramen. Dann geht es morgen früh los. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich auf die ganze Nummer. Ich hoffe, ihr freut euch auch und seid auch gespannt. Morgen aus dem Auto werde ich natürlich auch ein bisschen noch was erzählen, ein bisschen shooten. Und dann wird das so peu à peu rauskommen. Ich bin ganz excited über den ganzen Trip und freue mich. Und ja, das war es soweit von meiner Seite. Halt die Ohren steif und bis bald. Peace.